Bitte. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Gestatten? Morrison. Mortimer Morrison. Mein Bruder wird uns mit den magischen Tieren ausstatten. Magische Tiere? Also, ich bin Tierfreund und Inhaber der magischen Zuhandlung. Wie eine Nachricht. Ich finde, alle Tiere sind magisch, aber manche sind noch ein ganz klein wenig magisch. Also, so wie Kaninchen, die so aus dem Hut gezaubert werden? In dem Fall ist es der Zauberer, der magisch ist, Hatice. Oder so tut. Und nicht das Kaninchen. Wie jetzt? Er tut nur so? Oh. Ah, ah, das ist er. Magische Tiere sind was ganz Besonderes. Sie verstehen euch. Sie sind eure Freunde fürs Leben. Zu Ida Oberklau passt so eine Elster. Klauen wir? Wir klauen fast nie. Was? Manchmal höchstens. Und wenn nur glitzi, 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 Schätze. Es war also kein Scherz. Ein magisches Tier. Ja, Whisky, magisch, magisch. Selbst Zwietracht, Zank und Streiterei haben keinen Platz mehr hier. Denn nur einer magischen Gemeinschaft vertraue ich an mein Tier. Ihr müsst schwören, keinem von den Tieren zu erzählen. Sie sind das Geheimnis eurer magischen Gemeinschaft. Annai! Kannst du denn ein bisschen was vergessen? Hi! Wo geht's denn zum Büro von T-Rex? T-Rex? Das sagt man doch so. Wer sagt das so? Na, ich. Und wer bist du? Ich bin Ida. Ich dachte, du wärst Pippi Pocahontas. Lene, du nervst. Nervst du nicht, du Pelz? Wir sind die Coolsten in der Schule, alle wollen mit uns hängen. Doch keiner kommt in unsere Gang. Wir sind die Coolsten in der Schule, ihr seid alle unsere Fans. Keiner kommt in unsere Gang. Wir sind die Coolsten in der Schule, wir sind sowas wie eine Fam. Hi, ich bin Ida. Yo. 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 Yo? Yo halt. Yo. Genau, yo. Und wie heißt du jetzt? Ach so. Oh. Kannst du mir sagen, wo es zum Büro vom Direktor geht? Ist ganz einfach. Du gehst da die Treppe rauf, dann wieder runter, dann links, dann nochmal links. Doch, dann bist du falsch und du musst zuerst rechts und dann geradeaus. Oh, geht's noch genauer? Ich könnte es noch aufschreiben. Lieber vortanzen. Jetzt warte doch erstmal ab, du wirst sehen. Unsere neue Wohnung ist ein Traum, die Schule soll richtig toll sein. Toller als meine alte? Ja, also mindestens genauso toll. Ich war auf der tollsten Schule und ich hatte auch die tollsten Freunde. Und jetzt? Jetzt müssen sie mal ohne ihre große Anführerin auskommen. Hm? Wie stellst du dir das vor? Morgen hätten wir Sport. Wer soll da das coolste Team zusammenstellen, wenn ich nicht? Egal, du verstehst es ja irgendwie doch nicht. Hm? Ida. So, hier sind wir. Unser erster eigener Laden. Und? Was sagst du? Du wirst sehen. Nur wirst du dich hier richtig zu Hause fühlen. Niemals, niemals sprechen wir mit anderen über das magische Tier. Die magische Zoohandlung ist streng geheim. So soll es für immer und ewig sein. Zwei von euch werden bald einen ganz besonderen Freund haben. Ein magisches Tier. Sie sind eure Freunde fürs Leben. Rotschopf, ich bin Rabatt. Selber Rotschopf.
riecht das lecker. Was ist das? Ein ekliger alter Schokokeks. Lecker. Hi, ich bin Ida. Jo. 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 Und wie heißt du jetzt? Ach so. Oh, Menschen sind echt voll verrückte Tiere. Ich kann zum Beispiel Breakdance. Was? Die Uhr. Schon komisch, dass die Schule ausgerichtet an dem Tag verschwindet, an dem Pippi Pocahontas hier auftaucht. Wir beweisen deine Unschuld. Wir finden den echten Dieb. Jetzt wird's gefährlich. Rabat! Nein, bleib da! Du hast keine 7 Leben wie ich. Oh nein, ich hab mich geirrt. Es sind ja Katzen. Katzen haben 7 Leben. Das ist die Schule der magischen Tiere. Das tierisch-magische Kinoabenteuer. Hat eben ein Hund gejault? Nein, das war ich. Au! Sind Sie ein magisches Tier? Ich werte das mal als nein, ja? Mit den Stimmen von Max von der Gröben. Ein Papierspucker, das bin ja ich. Sophie Reuss. Ja, Reuski, magisch, magisch. Und Katharina Thalbach. Hey, das war cooler als Breakdance. Nochmal, nochmal. Die tierischste Schule. Die Schule der magischen Tiere.